Kein Sichtkontakt, kann nicht angreifen. Fischer ist immer noch gefährlich. Erzähl mir von meiner Tochter, Grimm. Sag mir, warum du mich angelogen hast. Es war Lamberts Idee, Sam. Er dachte, er würde dich beschützen. Er hatte ein Aufnahmesystem in seinem Büro installiert. Alles, was dort besprochen wurde, wurde gespeichert. Vor der Sache in New York gab er mir die Zugriffscodes. Die Daten können nur vor Ort und durch mich abgerufen werden. Das sagte er über Sarah. Sarah Fischer. Meine Informationen deuteten darauf hin, dass ihre Sicherheit bedroht war, durch einen Maulwurf in den Reihen des Third Echelon. Man wollte sie dazu benutzen, Sam unter Druck zu setzen. Sie hätten Sam in der Hand gehabt und das konnte ich nicht zulassen. Ich traf eine schwere Entscheidung. Ich täuschte Sarahs Tod vor und nahm sie so aus dem Spiel. Ohne sie konnte Sam so handeln, wie es nötig war. Sein Leid bedeutete ihre Sicherheit. Sarah wurde mit einer neuen Identität ausgestattet. Sie wurde beschützt. Ausgezeichnete Arbeit, Anna. Ich habe diesem schmierigen Bastard Corbin den Auftrag gegeben, eine Leiche zu besorgen, die er ähnlich sah. Dann log ich meinem besten Freund vor, dass seine Tochter tot sei. Ich nutzte ihn und seine Trauer aus. Alles zum Wohle von Third Echelon. Und das Schlimmste daran, der Maulwurf wurde nie enttarnt. Bedrohung für sie und Sam, sie existiert weiterhin. Das alles muss also geheim bleiben. Wir beide wissen davon, sonst niemand. Vielleicht eines Tages. Sam! Sam! Sam, hör mir zu! Sam! Was? Du musst mir zuhören! Was geschehen ist, ist geschehen. Aber jetzt brauche ich dich. Ich brauche den Sam Fischer von damals. Weißt du es noch nicht? Er ist tot. Frag Sarah. Sam, bitte. Meine Leute haben die restlichen Whitebox-Daten, die du beschafft hast, analysiert. Wir wissen, was sie vorhaben und können nichts tun. Wozu brauchst du dann mich? Sie haben drei EMP-Richtgeneratoren in Position gebracht. Wenn sie gezündet werden, fällt der ganze U-Bahn-Sektor aus. Um den Bereich optimal abzudecken, müsste man einen Generator beim alten Reservoir platzieren. Du musst dorthin gehen und ihn ausschalten. Warum sollte ich? Weil es der Generator ist, dessen Impuls Sarahs Apartment treffen würde und du sie vor dem bewahren könntest, was danach geschieht.
die anderen beiden? Dir bleibt nur Zeit für einen. Los, geh. Rette deine Tochter. Ich hatte sie nie in meiner Gewalt. Hab nur geblufft, damit du mir hilfst. Und falls das noch zählt, verzeih mir. Was ist mit dir? Ich gehe mit Tom Reed ins Weiße Haus und versuche, die Präsidentin zu retten. Vielleicht sehen wir uns da. Also alles. Er wusste, dass sein Freund, der Mann, für dessen Tod er verantwortlich war, ihn in bester Absicht angelogen hat. Er wusste, dass dieses Ding, das er zusammen mit Lambert erschaffen hatte, zerstört werden musste. Er war jetzt sein eigener Boss. Und die letzte Verbindung zu seinem früheren Leben war nun Grimm. Sie bat mich um einen Gefallen. Da es zu spät war, um die Zündung der EMPs zu stoppen, sollte ich Sarah holen. War das Mindeste, was ich für Sam tun konnte. In der Zwischenzeit wollte Grimm im Weißen Haus tun, was verdammt nochmal sie dort zu tun gedachte. Also sagte ich ja. Ich konnte nicht zulassen, dass Sarah plötzlich vom totalen Chaos umgeben ist. Genauso wenig konnte ich ihren Vater im Stich lassen. Nicht mal dann, als er einfach reinging, um die Antworten, die er benötigte, aus den Leuten herauszuprügeln. Das klang nach Sam. Nach Sam, wenn er richtig sauer war.